Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Im neuen Handelsjahr 2017. Ich grüße Christian Kämmerer wieder on air und ich freue mich, Ihnen heute hier am Dienstag, dem 3. Januar, das Devisenradar wieder vorstellen zu dürfen. Wir starten ins neue Jahr mit einigen Aufschlägen, mit starken Zugewinnen hier bei den Währungspaaren, die in Yen gehandelt werden. Und speziell wollen wir uns heute mal das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen anschauen. Mein Seasonal Setup selbst ist es nicht, wie wir auch hier gerade am Seasonal Chart sehen, ist der Januar hier durchaus durch eine Seitwärtsphase rein tendenziell geprägt, aber technisch sieht es hier eigentlich mal gar nicht so schlecht aus, als dass wir hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen beziehungsweise wahrscheinlich auch bei weiteren Yen-Pairs hier eine weitere Aufwertung sehen dürften. Denn eine Art Risk-On-Modus ist wieder hier zugegen. Der ein oder andere Marktteilnehmer, der gestern schon am Markt war, wird auch wissen, was der DAX hier gemacht hat mit seinem starken Anstieg über 11.600 Punkte. DAX sozusagen euphorisch, auch wenn er jetzt wieder ein Stück weit leichter zurückkommt. Aber die Märkte sind hier ein Stück weit beflügelt, obgleich saisonal hier, und das bestätigte auch mein Kollege unlängst Jens Klatt im gestrigen Morning Meeting, der Eurostoxx hier saisonal eine gewisse Schwäche aufweist während der ersten Handelstage im Januar. Doch das darf man mal abwarten, wie sich das letztlich gestaltet. Technisch, wie gesagt, sind die Voraussetzungen denkbar günstig im Sinne einer weiteren Aufwertung der Währungen, die hier in Yen gehandelt werden. Und das zieht sich durch die Bank weg. Speziell aber jetzt mal hier der Fokus auf das britische Pfund. Zunächst im großen Chart und dann gehen wir auch noch auf dem Intraday-Setup. Zunächst hier der Wochenchart, ganz klar die übergeordnete Schwäche hier vom britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Unlängst gab es aber dann hier zum Ende des letzten Jahres eben mal so eine Art Bodenbildung. Und ja, die letzten Handelswochen in 2016 waren hier durch steigende Notierungen geprägt. Es gab hier einen Touch des Widerstandslevels um 148. Daran prallte der Markt dann kurzzeitig im Dezember ab. Jetzt scheint es allerdings so, als würden wir dort wieder hintendieren wollen. Das ist genau die interessante Chance. Und da sprechen wir hier rund über 300 Pips auf der Oberseite, die sich durchaus recht schnell ergeben können. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen ja ohnehin mit einer Tagesvolatilität um 120 Pips geprägt. Also es könnte in Anführungszeichen rund 3 Tage dauern, dann wäre das Währungspaar spätestens rein statistisch an diesem Punkt angekommen. Also in dieser Handelswoche durchaus möglich, sofern sich eben hier die Euphorie fortsetzt. Bei 148 haben wir aber ein Widerstandslevel. Das zieht sich auch hier zurück bis ins Jahr 2013. Sie sehen es hier an dieser Horizontallinie. Das ist genau ein Level, wo man sagen muss, hier könnte das Währungspaar sich erneut den Kopf stoßen, wie dies hier im Dezember letzten Jahres geschehen ist. Man muss hier aufpassen, was passiert. Gehen wir deutlich über das Hoch vom Dezember rüber, über 148,46, also Preise über 148,50 dürften weiter beflügeln. Und dann, ja, meine lieben Zuschauer, dann geht es richtig nach oben. Dann dürfte es hier 700, 800 Pips nach oben gehen können. Auf jeden Fall Richtung 155 erscheint dann hier in jedem Falle möglich. Aus Big Picture-Gesichtspunkten hier auf Wochenbasis. Ein Abdrehen hingegen dürfte dann entsprechend die Aktienmärkte in den Risk-Off-Modus ziehen, sozusagen in eine Schwäche übergehen lassen und das dann hier entsprechend das britische Pfund unter Druck setzen. Das bleibt mal abzuwarten. Das, wie gesagt, der Wochenchart, aber das kurzfristige Bild sieht, wie gesagt, wesentlich bullischer aus. Auch hier hat man eine Einschätzung aus dem Devisenradar zuletzt. Schrägstrich hier diese Pullback-Chance, die sich anhand der Fibonacci-Levels ergibt und auch hier dieses Horizontalniveaus, eben hier die Preise knapp über 142 und genau dies hat das Währungspaar auch exakt mit dem Tief hier vom 29. Dezember abgearbeitet. Ein Stück weit später als erwartet, aber dennoch hat sich hier genau dieser Verlauf entwickelt und das ist genau das, was man sagen kann, hat jetzt hier auch Priorität im Prinzip. Die Marke von 148 wartet auf den Touchdown, solange wir hier nicht nochmal signifikant neue Tiefs machen. Leichte Rücksetzer könnten natürlich passieren, das kann man nie ausschließen. Nehmen wir mal einen neuen Fall. Grundsätzlich, wie gesagt, aber jetzt das Setting hier sehr bullisch, kann also direkt weiter nach oben gehen vom aktuellen Niveau aus und bei 148 entscheidet sich dann, wie die Party in Anführungszeichen weitergeht. Ob es halt tatsächlich reicht, hier nach oben auszubrechen. Gelingt der Ausbruch, dann muss man sagen, dann haben wir, wie gesagt, die 155 sicherlich im Visier. Ob es so geradlinig wird, bleibt mal dahingestellt, aber grundsätzlich sind die Tendenzen dann auf jeden Fall diese, dass es hier weiter nach oben gehen kann, wenn wir eben ausbrechen. Und erstmal müssen wir natürlich auch bis dahin ansteigen können.
Klar, negativer Bias, wenn es hier auf der Südseite einen Ausschlag unter 142 gibt, also wenn wir hier neue Tiefs machen, auch die Unterstützung aufgeben, dann sehen Sie hier die Fibonacci-Levels, dann dürfte es hier gestaffelt Richtung 138 gehen, vielleicht dann sogar auch noch wesentlich tiefer, denn dann werden hier einige Unterstützungen gebrochen und dann müsste man davon ausgehen, dass das Währungspaar auf jeden Fall eine ja, schwächere Phase vor sich hat. Aber vom aktuellen Niveau ausgehend, wie gesagt, hier die erste Chance, das ist relativ anständig. Wie gesagt, über 350 Pips und das Risiko hält sich hier dann entsprechend in Grenzen, wenn man sich mal hier bei knapp unter 142 ansiedelt, ergibt sich hier eine durchaus gute Chance im Verhältnis zum Risiko, gerade auch insbesondere, wenn es hier eben nach oben rausgeht und man dann sozusagen an möglichen Folgegewinnen noch partizipieren könnte, dann ist es natürlich hier eine enorm starke Projektion, Schrägstrich Chance, die sich hier ergeben könnte. Das muss allerdings das Währungspaar natürlich erstmal beweisen. British Pfund, Japanisch Yen, wie gesagt, auf Tagesbasis sehr, sehr interessant, auf Intraday-Basis nicht minder. Wir kommen aktuell ein Stück zurück von den Hochs, das ist hier der Stundenchart. Was haben wir heute zu erwarten? Ich habe ein positives Pattern aus der FTSE-Vektorlogik. Hier haben wir so einen kleinen Horizontal-Widerstandscluster-Bereich. Definieren wir mal als rote Zone. Da muss er deutlich rüber. Und dann, und das zeige ich Ihnen hier anhand der FTSE-Vektorlogik, haben wir Intraday durchaus ein schönes Setting, was hier für heute einen bullischen Tag verspricht. Das Währungspaar ist ja schon bullisch. Ein theoretisches Hoch hier bei 145,72. Also wir haben hier durchaus einige Aufschläge zu erwarten, wenn er denn ausbricht. Ein neues Tageshoch könnte, schrägstrich dürfte also weiter beflügeln und hier für anziehende Preise sorgen. Zumindest verspricht dies die FTSE-Vektorlogik anhand des heutigen Tages. Und wenn wir uns den Stundenchart nochmal im Detail vornehmen, haben wir hier natürlich eine sehr steile Aufwärtsbewegung, die wir auch hier durch so eine Trendlinie mal skizzieren können. Das ist schon wirklich steil, das muss erstmal gehalten werden auf Dauer. Aber wir haben hier zumindest einen Kanal, der nach oben weist. Und man darf sagen, wenn das Währungspaar trotz des aktuellen Stundenumkehr, Candlesticks, wenn der sich hier fängt um 144,70 und wieder auftritt, dann kann es hier durchaus weitergehen. Und das im kurzfristigen Bereich dann eben auch Richtung, wie gesagt, 145,72 rein von der FTSE-Vektorlogik her erscheint das durchaus möglich. Im Stundenchartintervall betrachtet, wenn wir hier die letzten Stunden unterschreiten, insbesondere die Asia-Session, also hier Preise unter 144,30 wären sicherlich negativ, dann hätten wir auch den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und dann dürfte es hier eher nach Süden gehen. Aber präferiertes Szenario bleibt auch im Zuge der FTSE-Vektorlogik heute das bullische Setup, obgleich natürlich, es gibt immer wieder zwei Seiten der Medaille, der Wochentag selber, und das will ich Ihnen zum Abschluss nochmal zeigen, eher ein negativer ist, denn hier der Dienstag mit nur 42% positiver Schlusspreise, ganz klar der Tag, der hier als bärischster Tag zu definieren ist für das Währungspaar, aber natürlich der Wochentag hier kein Garant für entsprechende Preisentwicklung. Technisch sieht es gut aus, von der FTSE-Vektorlogik selbst auch, also insofern haben wir schon ein Stück weit Rückenwind auch getragen durch den Bias auf Tagesbasis. Warten wir mal ab, ob das Währungspaar auch diese Erfüllung umsetzt. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten zur ersten Sendung. Daumen hoch, wenn Sie mögen, wie immer auf YouTube. Bescheren Sie uns reichlich Klicks. Wir wollen das ja auch in diesem Jahr weiter ausbauen bei JFD und werden da auch hier noch das ein oder andere Gimmick fahren. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Handelsjahr und viel Erfolg Ihnen bei den Handelsgeschäften. Ihr Christian Kämmerer und bis morgen. Tschüssi.